Hallo, wie ihr wahrscheinlich wisst, ja, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin Alex vom YouTube-Kanal, warum Linux besser ist. Das nachfolgende Video habe ich auf der CeBIT 2016 aufgenommen, als Klaus Knopper seine neueste Linux-Distribution Knoppix 7.7 vorgestellt hat. Knoppix kennt vielleicht der eine oder andere von euch, denn Knoppix ist eine Live-Linux-Distribution, die man ohne vorheriges Installieren sofort verwenden kann. Das heißt einfach USB-Stick, CD-ROM oder SD-Karte reinschieben mit dem Abbild drauf und das funktioniert sofort ab Start ohne weitere Installation. Am Ende dieses Videos stellen die Zuschauer dann noch einige Fragen, die Klaus Knopper dann auch beantwortet. Die Tonqualität des nachfolgenden Videos ist leider nicht ganz so gut, da ich das Ganze aus der Ferne aufgenommen habe und ich Klaus Knopper kein Mikrofon geben konnte. Okay, nun zum eigentlichen Video. Professor Klaus Knopper ist ein regulärer Gast im Open Source Forum schon seit Jahren. Auch diese Woche jeden Tag, jeden Mittag um 13 Uhr zu erleben. Morgen gibt es eine Competition zwischen Raspberry Pi mit Knoppix und einem normalen PC mit Knoppix, glaube ich. Nee. Also es ist beides mal Raspberry Pi 2. Und Sebastian zeigt Gentoo mit Systemd. Ich versuche bis morgen eine Knoppix für Raspberry Pi soweit fertig. Es bootet schon in die Shell, aber grafische Oberfläche sollte dann schon sein. Sonst hat er halt gewonnen. Okay, das war jetzt eine kleine Vorausschau auf das, was Sie morgen um 13 Uhr hier erwartet. Jetzt gleich gibt es die Neuerungen oder stellt eben Klaus die neue Version 7.7 vor mit allen ihren Neuerungen. Und wie Sie eben vielleicht gesehen haben, wir hatten da sowas, so ein gelbes Objekt in den Fingern. Er hat also heute ein besonderes Schmankerl aus seinem 3D-Drucker mitgebracht. Bitte schön, Klaus Knopper. Jo, Dankeschön. Ich erzähle gleich was drüber. So, fangen wir mal mit dem Üblichen an. Wer kennt Knoppix noch nicht? Eigentlich alle, ne? Zwei heben die Hand. Gut, wenn wenigstens einer es nicht kennt, dann erzähle ich am Anfang noch ein bisschen, was es eigentlich ist und macht. Ja, Knoppix ist ein sogenanntes Live-System. Das Ziel ist also, Linux nicht zu installieren, sondern direkt von USB-Stick, DVD oder übers Netzwerk starten zu können. Es ist also egal, was auf dem Rechner installiert ist, Windows, Mac, was auch immer. Der Rechner soll möglichst schnell in einen benutzbaren Zustand kommen und das ohne, dass irgendwas auf der Festplatte verändert wird. Ja, das ist also das Ziel, die Idee dahinter. Also ein Live-System, das möglichst viel Bedienkomfort bietet und möglichst ohne Interaktion. Also man muss nicht sagen, was habe ich für eine Grafikkarte, Soundkarte oder was steckt sonst in dem Rechner drin. Soll alles selbst herausgefunden werden, sodass man dann einfach arbeiten kann. Eine Sache muss man trotzdem vorher machen, nämlich den Rechner so umstellen, dass er auch von USB-Stick bzw. von der DVD starten kann. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht sagen, wie das auf Ihrem Rechner ist. Das ist bei jedem Rechner unterschiedlich. Bei diesem hier muss man die Taste F7 drücken, dann kommt man in ein Bootmenü. Wenn man diese Grafik hier sieht, mit dem Knoppix 7, Linux Magazin Edition und der Booteingabeaufforderung, dann hat man es richtig gemacht und der Rechner hat von dem USB-Stick bzw. von der DVD gestartet. Jetzt tut man üblicherweise gar nichts und wartet, bis es weitergeht, oder drückt die Eingabetaste, oder, und das mache ich jetzt, wir lesen uns mal durch, was es alles für Optionen gibt. Knoppix und Knoppix 64 ist das Knoppix Live-System, einmal in der 32-Bit und einmal in der 64-Bit-Version. Das sind also beide Architekturen unterstützt. Mit der 64-Bit-Version kann man auch in ein anderes Linux-System change routen und dort Reparaturaufgaben verrichten. Ansonsten, die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt großartig unterschiedlich zwischen den 32 und den 64-Bit. Allerdings wird mit 64-Bit auch ein Rechner mit mehr als 4 Gigabyte Hauptspeicher unterstützt. Bei 32-Bit sieht man von dem RAM maximal 3 Gigabyte. Es läuft aber auch auf alten Rechnern, also der älteste Rechner, den wir zum Testen haben, ist ein 486er mit 128 GB RAM. Da geht es auch noch drauf. Ist ein bisschen langsam, aber funktioniert. Ja, der Adriano Desktop ist eine Variante ohne Grafikausgabe mit Sprachausgabe. Er ist für blinde Computeranwender gedacht, die einen Einstieg finden wollen in das Thema Internet, Mail,
arbeiten mit Computern, ohne sich mit dem Betriebssystem auseinandersetzen zu müssen und vor allem ohne komplizierte Shortcuts oder Mausbewegungen auswendig können zu müssen. Das geht über ein ganz einfaches Textmenü und ein Tastaturlernprogramm ist auch dabei, womit man erstmal lernen kann, wo die Tasten auf dem Keyboard untergebracht sind. Die Bank ist für Entwickler, die gerne sehen wollen, was passiert denn, wenn mein Rechner hochfährt. Dort wird an bestimmten Stellen das System angehalten und man kann sich umschauen, in welchem Zustand der Rechner gerade ist. Ja, DOS ist die DOS-Diskette, die man manchmal sucht für alte Rechner, wenn man das BIOS updaten will. Das DOS-Betriebssystem, was hier mit drauf ist, unterstützt auch den Zugriff auf Festplatten, zumindest wenn sie FAT32 formatiert sind, ohne dass man einen Treiber laden muss. Group ist ein Bootloader, der erlaubt es, dass man zum Beispiel, wenn man sich den Master Boot Record zerschossen hat oder Windows nicht mehr starten will oder Linux nicht mehr starten will, dass man dann den Rechner wieder manuell booten kann über den Bootloader, der hier mit drauf ist. Memtest ist ein Speichertest und Knoppix Test-CD sollten Sie immer dann starten, wenn Sie den Verdacht haben, dass irgendwas auf der DVD kaputt sein könnte. Ein Kratzer drauf oder ein Brennloch oder irgendwie unvollständig. Ja, das Test-CD überprüft die Datenstruktur auf dem Datenträger und sagt Ihnen dann, ob alles vollständig ist. Für Rechner mit problematischer Hardware gibt es noch weitere Optionen, die zum Beispiel die Grafikauflösung runterschalten. Das mache ich ganz gerne bei so Projektoren oder Beamern, die eine ganz unterschiedliche Auflösung haben als der Bildschirm des Computers. Oder wenn die Grafikkarte irgendwie gar nicht erkannt wird, weil sie zu neues Modell ist, kommt selten vor, aber manchmal passiert es. Oder wenn man die 3D-Oberfläche nicht so mag, kann man die über Boot-Optionen wie No3D auch abschalten. Wenn Sie es mal gerne auf Russisch sehen möchten, Knoppix dann gleich RU, startet das Ganze in russischer Übersetzung und andere Landessprachen werden ebenfalls unterstützt, die Sie hier auf der Boot-Kommandozeile einfach so, wie es angegeben ist, eingeben können. Normalerweise braucht man von all dem Zeug gar nichts, sondern drückt einfach die Eingabetaste und dann geht's los. Knoppix erkennt jetzt die Hardware, die in dem Rechner drin ist, Grafikkarte, Soundkarte, und angeschlossene Tastaturen, Mäuse und so weiter und startet dann in die grafische Oberfläche. Ja, das sollte nicht länger dauern als etwa 15 Sekunden auf modernen Rechnern. Auf älteren Rechnern kann das schon mal eine Minute sein, vor allem wenn das DVD-Laufwerk relativ langsam ist. Gut, und jetzt haben wir die Oberfläche erreicht in der Virtualisierung, die natürlich auch mit dabei ist. KVM verwenden wir dafür, die wir hier ja schon laufen haben. Kann ich also mein virtualisiertes Fenster wieder zumachen. KVM können Sie auch verwenden, wenn Sie zum Beispiel Windows unter Linux starten wollen. Das läuft auch in einem separaten Fenster. So, das war erstmal das Standardprogramm. Knoppix, die es schon kennen, wissen diesen Würfel zu schätzen, mit dem man sehr viel Platz auf der Oberfläche hat. Auf der einen Seite läuft dann OpenOffice. Ah, da hatten wir gestern einen Vortrag. Den können wir nochmal laden. Auf der nächsten Würfelseite mache ich dann den Dateimanager. Ja, und der Würfel dreht sich immer automatisch auf die Seite, wo wir gerade arbeiten wollen. So, also Compiz ist wieder drauf, ist aber nicht nur Spielerei. Man kann damit auch praktische Dinge tun, zum Beispiel Vergrößerung einschalten. Für Lehrer ist das sehr, sehr praktisch. Auch Funktionen, um am Bildschirm was zu markieren. Ja, oder die etwas spektakulärere Variante. Ja, wenn das dann schon so anfängt zu brennen, dann gibt es auch die Wasserfunktion, mit der man es wieder löschen kann. Scheibenwischer auch. Gut, das ist jetzt echt Spielerei, aber das mit dem Würfel und mit der Vergrößerung, das finde ich halt schon arg praktisch. Ist im Unterricht sehr schön, um mal was zu zeigen, was vielleicht am Bildschirm zu klein aussieht. Auch Fenster muss man nicht zur Seite ziehen, man kann sie einfach umklappen. Und wer das nicht mag, es ist nicht langsam. Also der Rechner wird dadurch nicht langsamer, wenn man hier unten sieht, die CPU muss gar nichts tun, das macht alles die Grafikkarte. Wer es aber nicht mag, kann es mit der Boot-Option No3D abschalten, dann haben wir wieder den normalen flachen Desktop. Speicherverbrauch ist sehr klein, mit dem LX.de können wir auch auf Rechnern starten, die 256 MB oder auch viel weniger haben. Dank der RAM-Kompression mit ZRAM wird ein Teil des RAMs von dem Rechner, der hier hat sogar 8 GB,
Ein Teil vom RAM kann komprimiert werden und so kann man mit Rechnern, die nur 512 MB haben, auch Programme starten, die 1 oder 2 GB groß sind. Ja, was haben wir Neues für die CeBIT untergebracht? Da muss ich mal im Linux-Magazin gucken und gleich darauf hinweisen. Die aktuelle Version 7.7 bekommen Sie im Linux-Magazin, die D-Look-Ausgabe hier am Stand B1 zum Messepreis von 5 Euro statt 8,50 Euro. Da ist auch der Artikel drin, wo drin steht, was es wieder alles Neues gibt. Das habe ich nämlich 2 Wochen, nachdem ich es gemacht habe, schon wieder vergessen. Ja, wenn man ständig damit arbeitet, dann vergisst man, dass man das eigentlich gerade erst integriert hat. Seite 42, ist immer auf der Seite 42. So. Genau. Ja, das Highlight für mich auf dieser Messe, auch weil wir das am Stand drüben bei mir in Halle 6 durchführen, ist natürlich Everything 3D, alles in 3D. Dafür haben wir ein extra Overlay spendiert. Da sind 3D-Konstruktions- und Zeichenprogramme drauf. Das bekannteste dürfte Blender sein, mit dem diese wunderbaren Open-Source-Movies gemacht sind. Elephant Stream, Sintel, Big Bug Bunny und Tears of Steel. Leider ist dieses Programm nicht wirklich anfängerfreundlich. Also ich habe herausgefunden, wie man diesen Würfel am Anfang bewegt und die weiteren Funktionen überfordern mich etwas. Anderes 3D-CAD-Programm, was hier mit dabei ist, FreeCAD, dafür gibt es auch schöne Vorlagen im Internet. Das ist so ähnlich aufgebaut wie GIMP, nur halt in 3D und ja, damit kann ich schon ein bisschen was machen. Ja, doch an Anleitungen, erste Schritte, einzelne Funktionen, also auch gut zum Lernen. Ja, nun gehöre ich zu der Personengruppe, die keinen geraden Strich zeichnen kann, egal mit welchem Grafikprogramm. Für mich ist auch dieses Programm, wenn ich tatsächlich was Reales konstruieren und ausdrucken möchte, eine Überforderung. Dafür habe ich OpenSCAD entdeckt, was wir mittlerweile in unseren Vorlesungen auch als erste Programmiersprache einsetzen. Denn hier kann man 3D-Konstruktion machen, ohne zu zeichnen. Ja, machen wir mal was. Ein Würfel heißt auf Englisch Cube, ja. Machen wir einen Würfel, schreibt mal 80 in die Klammer, das gibt dann eine Kantenlänge von 80 Einheiten und voilà, da ist er. Ja, den hätte ich jetzt aber ganz gerne in der Mitte vom Koordinatensystem, also mache ich noch einen Center rein. Ja, das klappt schon ganz gut, also ein Befehl, schon haben wir ein 3D-Objekt. Auskommentieren geht auch, wie bei den meisten Programmiersprachen. Größer vielleicht, damit Sie es besser sehen können. So, als nächstes eine Kugel. Sphäre. Die machen wir 50 groß. Jetzt kombinieren wir die beiden Objekte. Sowas ist ein bisschen schwer zu drucken. Bei den FDM-Druckern braucht man immer eine relativ gerade Fläche, die unten auf der Platte aufliegt. Außerdem kann man mit dem Objekt vielleicht nicht so viel anfangen. Was machen wir denn? Zum Beispiel so ein Spielwürfel mit angerundeten Ecken. Der liegt ja unten flach auf. Und dazu bilde ich die Schnittmenge aus der Kugel und dem Würfel. Und Schnittmenge heißt auf Englisch Intersection. Ja, und damit haben wir jetzt das, was in Kugel und Würfel gemeinsam drin ist. Das lässt sich auch gut drucken. Jetzt fehlen nur noch die Punkte an den Seiten und dann hat man was zum Zocken. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich ziehe die Kugel vom Würfel ab. Können Sie sich das vorstellen? Ein Würfel und ich ziehe eine Kugel ab. Gehen wir mal, Difference. Ja, das gibt einen Würfel, in dem etwas fehlt. Auch das lässt sich noch gut ausdrucken, weil es unten ebenfalls flach aufliegt. Ja, hier oben die Überhänge kriegen die meisten 3D-Drucker ohne große Probleme hin. Ja, das passt. Und jetzt wäre ich soweit, dass ich sage, okay, das ist ein Kunstwerk, das möchte ich jetzt ausdrucken. Also übersetze ich das als STL. Wie nennen wir es? Ah, gestern habe ich schon eine gespeichert. Kunst.STL. Ja, damit ist es jetzt noch nicht auf dem Drucker, aber knapp davor. Der 3D-Drucker muss nämlich so ein 3D-Objekt in einzelne Schichten zerlegen, die er dann Bahn für Bahn druckt. Der funktioniert so ähnlich wie eine Heißklebepistole, wo Sie hinten drauf drücken und dabei zeichnen. Nur macht er das etwas schneller und natürlich deutlich präziser, als man das mit der Hand machen könnte. Und ein Programm, was das erledigt,
Das ist der Slicer, der ist ja auch mit drauf, auch ein sehr schönes Open-Source-Programm. Dem lade ich jetzt das Kunstobjekt, was ich gerade erzeugt habe. Hier sieht man es jetzt auf der Druckplatte drauf. In den Einstellungen kann ich festlegen, wie hoch die einzelnen Schichten sind. Dünner bedeutet höhere Präzision, dicker bedeutet, es ist schneller fertig. Dann mache ich mal hier eine Schichtdicke von 0,4. Das ist relativ grob, aber dafür bin ich schneller mit dem Ergebnis da. Füllung 20%, damit er nicht so ganz so viel Material verbraucht. Honigwaben als Füllmuster, ja, das ist stabil und sieht nett aus. Und weitere Einstellungen, Filament, wie viel Grad Celsius der Drucker haben will und wie das Druckbett aussieht auf unserem Drucker, kann man auch alles einstellen. Und wenn man das gemacht hat, kann man sich das Ergebnis im Preview anschauen. Das ist jetzt dieser gleiche Würfel, zerlegt in einzelne Bahnen, ja, das sieht man hier vielleicht, in einzelne Schichten und Bahnen, die der Druckkopf dann verarbeiten kann. Und ich kann auch eben da reingucken, ja, wie er das Schicht für Schicht aufbaut. Und da sehe ich dieses Honigwabenmuster, was der Drucker dann druckt, um dem Gehäuse Stabilität zu verleihen, aber nicht zu viel Filament zu verschwenden. Ja, damit haben wir die Konstruktion. Wir haben die Vorbereitung für den Drucker. Es fehlt noch der Drucker. Ja, den muss man sich dann halt leider anschaffen oder man nimmt einen von einem 3D-Copy-Shop, die gibt es ja mittlerweile bei Konrad Elektronik, da kann man mit solchen STL- oder Slicer-Vorlagen hingehen. Wir haben zum Glück einen dabei, der steht in der Halle 6 an meinem Stand. Der druckt auch gerade was, nämlich eine kleine Kiste aus Holz, echtes Holzfilament, 60% Holzspäne, 40% PLA. Hier kann man sich dann angucken, wie er so Bahn für Bahn auf das Objekt aufträgt. Das wird noch ein bisschen dauern, also das Programm schätzt 8 Stunden insgesamt. Ja, bis heute Abend dürfte es dann fertig sein. Verbleibende Druckdauer 5 Stunden. Ja, und wenn Sie so einen netzwerkfähigen Drucker haben, dann können Sie jetzt Ihr Druckobjekt einfach hochladen. Kunst.gcode oder Kunst.stl. Das wird jetzt auf dem Drucker gespeichert in der Halle 6. Ich fange aber nicht an zu drucken. Das würde wahrscheinlich die dort anwesenden Personen sehr verwirren. Ich lasse es mir einfach anzeigen, wie es aussehen würde, wenn es gedruckt ist. Das geht mit der Voransicht. Ja. Das geht auch. Und das Programm, was wir dafür verwenden, das ist jetzt nicht auf der Knoppix drauf, weil es nicht für Intel oder AMD ist, sondern für Raspberry Pi, unser Thema für morgen. Octoprint ist eine Software, die kann auf so einem Raspberry Pi einen 3D-Drucker ansteuern und hat dann diese nette Web-Oberfläche, womit man den Drucker übers Internet auch vom Smartphone aus bedienen kann. So, das ist also die Sachen, die wir in 3D haben. 2D-CAD-Programm ist auch drauf. LibreCAD, ähnlich wie AutoCAD, kann auch die DXF-Vorlagen verarbeiten. Und dann haben wir natürlich wie immer OpenOffice drauf und damit kann man ebenfalls einfache 3D-Skizzen machen, nur kann man die nicht ausdrucken. Ja, was gibt es denn noch für Specials? Das 3D, das ist sehr voluminös, das sind also ca. 700 Megabyte extra gewesen. Die sind im extra Overlay-Image drauf, das in der Datei Knoppix 1 im Knoppix-Ordner liegt. Ja, eine kleine Änderung unter der Haube. Der sogenannte BFQ-Scheduler, jetzt wird es ein bisschen technisch. Proxys, keine Ahnung, das ist bei den einzelnen Devices, Sys, Log, SDA, Q, Scheduler, ja, NOOP, Deadline, CFQ, die Entwickler wissen, was das bedeutet, das sind die IO-Scheduler, die dafür sorgen, bei langsamen Rechnern oder langsamen Datenträgern dafür zu sorgen, dass der Benutzer sich nicht langweilt, während der Datenträger schreibt, sondern die Programme sollen möglichst alle so ein bisschen Rechenzeit und Datendurchsatz abbekommen. Ja, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Bei Flash sagt man normalerweise, der Deadline ist am schnellsten, aber auch der hakelt halt mitunter, wenn sehr viel geschrieben wird. Dieser BFQ-Scheduler, der soll, so steht es auf der Webseite des Entwicklers, dafür sorgen, dass wenn das System unter Volllast läuft, also Faktor 2 bis 3 ausgelastet ist, es laufen Compiler im Hintergrund, Internet-Downloads und der Rechner hat also eine Load von 200. Trotzdem, wenn ich auf OpenOffice klicke, soll das sofort da sein.
Ja, ein sehr hochgestecktes Ziel, und der erreicht das dadurch, dass er interaktive Prozesse priorisiert. Das heißt, jeder Prozess bekommt ein Budget von I/O-Leistungen, und die, die viel schreiben, bekommen relativ schnell diese Leistung wieder entzogen. Die, die neu starten, bekommen die Leistung in vollem Umfang dazu. Das heißt, das System, obwohl es immer gleich schnell ist, also dadurch wird der Rechner nicht schneller, aber es fühlt sich schneller an. Interaktiv läuft es flüssiger. Und tatsächlich haben einige schon berichtet, dass das gerade bei der DVD viel ausmacht, die ja notorisch langsam ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, es hakelt nicht, es läuft flüssig, auch wenn sehr viel lesen und schreiben muss auf DVD nicht, aber viel lesen muss. Das hat sich unter der Haube geändert, dieser neue Scheduler. Programme, die neu dabei sind, ist Backup-Tools. Frage ist, wo sind die im Menü? Ich bevorzuge ja ganz krass die Kommandozeile, und im Menü muss ich immer suchen, wo die Sachen sind. Ja, sie stimmen mir dazu. Gut. Ah, Shutter. Das ist zwar kein Backup-Programm, sondern ein sehr schönes Screenshot-Programm, das auch Plugins hat, womit man zurechtschneiden kann, vorbereiten kann zum Versenden und Teilen auf irgendwelchen Plattformen. Das ist auch neu in diesem Jahr. Backup-Software müsste eigentlich unter Systemsoftware sein, würde ich jetzt mal intuitiv vermuten. Da ziehe ich sie aber nicht. Ja, SyncThing, geben wir es doch ein. Ja, ist eine Cloud-Backup-Software. Ja, die backupt halt über den Webbrowser und kann Ordner und Daten synchronisieren. Dann noch. Steht im Linux-Magazin. Ja, da ist es. Areka. Areka, ein Backup-Tool. Ja, das hat sich das Linux-Magazin gewünscht. Soll sehr komfortabel sein. Backups, da haben wir beim Thema Sicherheit gestern drüber gesprochen. Das ist so ziemlich das Einzige, was dagegen hilft, dass jemand einen Verschlüsselungstrojaner installiert hat und nicht mehr an seine Daten drankommt. Regelmäßige Backups, und damit hat man immer eine unverschlüsselte Kopie oder eine selbstverschlüsselte, wo man den Schlüssel kennt. Mein Lieblings-Backup-Programm. Das erste Snapshot, habe ich aber gar nicht drauf. Thema für nächstes Jahr, ersten Snapshot ebenfalls installiert, ist ein Kommandozeilenprogramm, also ohne grafische Oberfläche. Damit kann man Backups auf externe Festplatten machen, wo man jederzeit, ohne irgendwas auspacken zu müssen, wieder an seine Daten drankommt. So, dann ist ein Newsreader drauf. Ein neuer, der Lifera, ja, der unterstützt RSS-Feeds. Wer also gerne und viel im Internet liest, wodurch man ja auch sehr viel lernt, ist mit diesem Newsfeed-Verwalter sehr gut bedient. Ja, Kernel. Ist noch der 4.4er, bei Drucklegung gab es noch keinen neuen, und der unterstützt eben die aktuelle Hardware inklusive der für Wi-Fi-Karten notwendigen Firmware. Die ist also hier bei mir im Gegensatz zu Debian mit dabei, sodass die Wi-Fi-Karten auf Anhieb laufen, ohne dass man sich erst irgendwelche Treiber runterladen muss, was ohne Netzwerk natürlich auch relativ schwer ist. Das ist immer so das Henne-Ei-Problem bei Debian. Firefox und Chromium sind beide drauf in der damals aktuellen Version, 44 bei Firefox und Chromium. Bitcoin, genau, ist ja im Moment auch ein sehr interessantes Thema, elektronische Währungen und damit im Internet bezahlen oder einfach als Geldanlage oder zum Experimentieren. Electrum ist ein Client, im Gegensatz zu dem vollen Bitcoin Core, den wir letztes Jahr drauf hatten, braucht Electrum keine 64 GB, um die Blockchain zu speichern, sondern speichert nur den Teil, den man tatsächlich braucht, um seine eigenen Bitcoins verwalten zu können. Ja, und also braucht nicht so viel Speicherplatz, passt deswegen auch noch ganz gut auf einen USB-Stick mit drauf.
So, ja, der Flash Player ist in dem CeBIT Special auch drauf, aber durch NoScript abgeschaltet. Das heißt, Sie müssen für jede Seite, die Flash benutzt, explizit sagen, ich möchte den starten. Flash ist ja leider ein notorisches Sicherheitsloch und damit habe ich auch immer zu kämpfen. 2 Wochen nach Drucklegung ist er auch schon wieder veraltet gewesen. Also würde ich empfehlen, den auch als erstes abzudaten. Tipp unter Knoppix zusätzliche Programme installieren. Da kann man Dinge, die nicht auf der Standard-Knoppix normalerweise drauf sind, aber hier auf dem Special nicht nur installieren, sondern auch aktualisieren. Und dazu gehört eben auch der Flash-Player. Ja. Was ich hier noch machen könnte, wäre die Microsoft-Zeichensätze zu installieren. Damit kann ich dann Word-Dateien mit Arial, Schrift und Co. auch in OpenOffice öffnen und die sehen dann ansatzweise gleich aus wie unter Windows, wenn man es braucht. Ja, apropos Windows. Ja, ich bin ja, was mir oft nachgesagt wird, jetzt kein spezieller Windows-Gegner. Im Gegenteil, ich denke, das Betriebssystem Windows hat dafür gesorgt, dass sich Linux sehr stark verbreitet hat. Da bin ich durchaus dankbar für. Es gibt aber Menschen, die es brauchen und auf bestimmte Programme angewiesen sind. Und für diejenigen ist hier mit dem neuen Wine-Emulator Version 1.9.2 auch dafür gesorgt, dass man Programme, die unter Windows 1.0 lauffähig sind, hier starten kann. Zum Beispiel für die Steuererklärung mit Elster, da gibt es immer noch kein umfangreiches Programm für Linux. Das ist auch das einzige Windows-Programm, was ich einmal im Jahr benutze. Und das läuft mit dem Wine. Und da bin ich ganz froh drum. Damit sind also auch die bedient, die auf bestimmte Windows-Applikationen nicht verzichten können oder wollen. So, was haben wir noch? Brain Drain. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die interaktive Phase über und Sie stellen mir Fragen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen versuche zu beantworten. Vielleicht fällt mir dann noch etwas ein, was ich bestimmt vergessen habe über die diesjährigen Neuerungen. Und so kommen Sie auf jeden Fall auch mal zu Wort und können auch gerne Wünsche, Vorschläge und Themen für zukünftige Verbesserungen äußern. Ja, Sie kriegen ein Mikrofon. Der war zuerst, aber ja. Sie waren näher dran. Gleich. Ja. Ich bin näher dran, ja. TrueCrypt konnten Sie ja nicht einfügen. Können Sie VeryCrypt einfügen demnächst oder ist es schon drin? VeryCrypt kenne ich noch gar nicht. Was ist denn das? VeryCrypt ist der Nachfolger von TrueCrypt. Okay, das hört sich einfach genug an. Und der ist Open Source und Open Source. Hat ein GUI, das auch. Das weiß ich nicht. Ja. Also diese Nutzungsrechte waren ja damals wohl das Problem, was TrueCrypt hat, dass sie das nicht einbauen können. Aber wie gesagt, VeryCrypt, ich nutze das, das funktioniert gut. VeryCrypt? VeraCrypt. VeraCrypt. Okay. Ja. Ich gebe das Mikro weiter, ja? Ja, gerne. Ich gucke so lange mal. Also grundsätzlich bin ich dafür. Ja, starke Verschlüsselung und Datenschutz sind eine sehr wichtige Sache. Tor ist übrigens auch installiert für die Anonymisierung im Internet. Und Verschlüsselung der Festplatte bzw. des USB-Sticks wird ja von Haus aus von Knoppix unterstützt. Früher mit DM-Crypt, jetzt mit DM-Crypt. Früher mit Crypto-Loopback, jetzt mit DM-Crypt und benutzt AES 256-Bit und zwar für die gesamte Partition, also nicht dateiweise. Ich vermute, dass das VeraCrypt auch dateiweise verschlüsseln kann, das ist natürlich dann abwärtskompatibel zu TrueCrypt, dankeschön. Hört sich gut an, sofern das eine Open-Source-Software ist. Apache-Lizenz, das hört sich gut an, ist es ein guter Kandidat. Wenn es ein Debian-Paket gäbe, wäre ich sogar dazu geneigt, das auf der nächsten Download-Version schon drauf zu machen. Ja? Ich notiere mir mal Ihren Vorschlag. Ja, ich bin VI-Benutzer. Gut, da können wir Vorschläge sammeln. So, jetzt sind aber Sie dran. Der Herr hinter Ihnen war eigentlich zuerst. So. Ja, aber jetzt haben Sie das Mikro schon. Alles klar. Als erstes wollte ich eine Bestellung für 7.8 aufgeben. Okay. Nur eine ganz allgemeine Frage. Das Update von einigen Sticks, zum Beispiel der Ausgabe 7.5 oder jetzt 7.7,
Ist das möglich, dass Sie einzelne Programmdecke, die nicht auf Ihrem Vorschlagsding da sitzen? Genau, also Knoppix selber abzudaten, das macht ja der Flash-Installer automatisch. Wenn er erkennt, dass das Zielsystem ein bereits installierter Stick ist, dann bietet er an, nur das Basissystem auszutauschen und Ihre persönlichen Daten so zu lassen, wie sie sind. Einzelne Pakete können wir updaten und installieren wie bei Debian üblich. Ich tendiere natürlich wie immer zur Kommandozeile, sudo apt-get install rsnapshot, da ist noch ein kleiner Fehler drin. Ja, und dann installiert sich mein Backup-Programm rsnapshot. In GUI geht das natürlich auch. Die Synaptic-Paketverwaltung ist hier unter Einstellungen. Ich hätte sie wahrscheinlich unter Systemwerkzeuge untergebracht, aber das ist alles Debian Original, die Menüstruktur. Ja, eine kleine Hilfe, die erklärt, wie das funktioniert. Und hier können Sie jetzt einzelne Pakete rausgreifen und gucken, ob es dafür Aktualisierungen gibt. Ja, das wäre die grafische Variante. Also Synaptic für die grafische Variante und apt-get für die kommandozeilenorientierte Version, die sich zuerst mal, wie auch die grafische Version das tun würde, eine neue Version der Debian-Paket-Datenbank runterlädt und dann guckt, was es dort neue Sachen gibt und die aktualisierten Versionen installiert bei einem Upgrade. Naja, das ist jetzt auch schon durch. Toll. Snapshot. Gut, und das installiert sich jetzt. Ja. Die nächste Frage ist bei der, wenn ich einen Stick klone, dann schreibt er ja nur das normale System. Richtig. Wie kann ich mal? Ich kann es verspielen. Das Mikro mehr an den Mund halten, also, meint er, damit es nicht. Ja, ich wollte mich nicht so aufdrängen, deswegen habe ich das ein bisschen weiter weggehalten. Ja. Das zweite ist, kann ich mein selbst eingerichtetes System auf dem Stick auch komplett klonen? Geht das auch? Das geht auch, ist im Flash-Installer so nicht vorgesehen mit dem Hintergrund. Sie klonen ja, wenn Sie alles klonen, auch gespeicherte Passwörter und persönliche Daten. Ja, gut, als Sicherung für Sie selber kann man das natürlich machen, aber wenn Sie es jetzt weitergeben würden, dann hätten halt die anderen Benutzer ihre Passwörter und so, das wäre nicht so. Okay. Ja, deswegen habe ich diese Funktion nicht so drin. Wäre vielleicht auch als Erweiterung ganz interessant, dass man sagt, ich möchte generell die Option haben, das zu tun. Also, ich schreibe mir das mal auf. Flash Knoppix mit komplett ohne inklusive persönliche Daten. Ja, was halt so ein bisschen gefährlich ist. Die Standardmethode, die es unter jedem Unix gibt, ist einfach mit Copy oder DD. Ja, Ihr Stick heißt normalerweise unter Unix DevSDB oder DevSDC. Ich habe jetzt zwei angeschlossen. Ja, um jetzt von dem einen auf den anderen zu klonen, mache ich ein die lange Version DDIF gleich DevSDB OF gleich DevSDC. Block Size 1 Megabyte, das geht ein bisschen schneller. Ja, dann kopiert er megabyteweise vom einen auf den anderen Stick, macht also wirklich eine 1:1 Kopie vom aktuellen Zustand. Die sollten dann gleich groß sein. Ja, also ein bisschen der gleiche Hersteller, die gleiche Marke und das gleiche Herstellungsjahr. Die kurze Variante gibt es auch. Copy DevSDB nach DevSDC. Ja, es geht. Die Devices sind für den Benutzer Knoppix alle ohne Administratorrechte lesbar und das erzeugt ebenfalls eine 1:1 Kopie, ist vielleicht nicht ganz so effizient vom Caching her, wie das DD macht, aber funktioniert auch. Ja, genauso könnten Sie übrigens eine Festplatte klonen. In dem Fall würden Sie sagen DevSDA nach externer Datenträger, USB-Festplatte, DevSDC. Das ist also die einfachste Version eines Backups unter Unix, nicht einzelne Dateien zu kopieren, sondern das komplette Block-Device. Ja, everything is a file, alle Geräte sind unter Unix eine Datei und auch Festplatten sind eine Datei, die man kopieren kann. Vielen Dank, Herr Professor. Nochmal. Okay. Ja, ich hätte eine Frage zum System D. Ist das System schon umgestellt? Kann man wieder zurück, wenn man das nicht mag? Vorteile? Halb. Ja, Sie haben es vielleicht im Artikel gelesen. Ich bin mit dem System D so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich finde die Idee prinzipiell gut, alles
viele verschiedene Dienste zu kombinieren, ein System effizienter zu machen. Mein Problem damit ist die Komplexität. Selbst wenn man System-D-Entwickler fragt, können die einem nicht im Detail sagen, was das System beim Booten macht und warum es manchmal komisch reagiert, vor allem bei langsamen Datenträgern, DVDs. Viele Dinge geben dann einen Timeout im System-D, weil sie einfach länger dauern, als das System-D erwartet. Und dann kann es sein, dass das System einfach nicht mehr bootet, bloß weil ich von DVD gestartet habe. Deswegen habe ich das Boot-System von System-D wieder zurückmigriert, quasi auf Sys5-Init. Habe dazu also eine eigene Sys5-Init-Version, also die Originale aus Debian, neu kompiliert und die Dependencies so angepasst, dass das System-D das nicht mehr entfernen kann. Das heißt, unser Boot-System läuft als ganz normales Sys5-Init mit den normalen Init-Skripten, mit dem Knoppix Hardware-Art-Autoerkennung, mit den Bash-Skripten dabei, während die Programme, die Dependencies zum System-D haben, und dazu gehört leider auch der Network-Manager, ja, wenn ich System-D deinstalliere, dann würde sich der Network-Manager auch deinstallieren, das möchte ich nicht, und deswegen sind die System-D-Komponenten, die für solche Programme notwendig sind, installiert. Die starten aber keine Daemons in dem Sinne, dass die jetzt das komplette Boot- und Shutdown-System übernehmen, weil das mein Sys5-Init verhindert. Also im Moment haben wir quasi zwei Init-Systeme, wovon das eine mehr oder weniger abgeschaltet ist und das andere halt das System hochfährt und runterfährt. Und das werde ich auch noch eine Weile so lassen, bis ich herausgefunden habe, wie ich den System-D so überreden kann, dass er das tut, was ich brauche. Ja. Hinten ist eine Frage. Könnten Sie das Mikro... Achso, Sie sind... Nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung. Ja. Es läuft auf das 32-Bit-System auf alter Hardware, also es ist nicht angewiesen auf PAE. Genau, PAE ist überhaupt nicht drin. Ja, also die PAE-Erweiterung ist komplett draußen. Der 32-Bit-Kernel kann deswegen auch nur 3 GB Hauptspeicher adressieren, läuft auf den 32-Bit-Systemen und ist auch so kompiliert, dass er auf 64-Bit-Systemen auch startet. Also ich könnte mit der Kommandozeile Knoppix grundsätzlich in 32-Bit auf jedem beliebigen Rechner, auch dann auf den 64-bitigen starten. Für die neueren Rechner, die halt wahnsinnig viel Gigabytes an RAM drin haben, habe ich halt den 64-Bit-Kernel drauf. Und da geht auch sowas, wenn Sie so ein 8-Gig-System haben, dass Sie die komplette DVD in die RAM-Disk laden. Boot-Option Knoppix 64 to RAM, das lädt die komplette DVD in die RAM-Disk und startet dann aus dem RAM heraus. Dann können Sie die DVD wieder rausnehmen. Ja, probieren Sie mal aus, wenn Sie so viel RAM haben. Das startet irrsinnig schnell. 5 GB RAM sind dann halt weg. Gut, also es bootet dann noch auf ganz alten Rechnern mit dem 32-Bit-Kernel und der startet sich auch automatisch in 32-Bit, wenn er erkennt, dass die CPU keine 64 kann. Ja, Sie lagern ja die Home-Partition in der kleinen Version jetzt in Files aus. Und die Frage ist, ob es die Möglichkeit gibt, beim Starten zwischen zwei Files zu wählen. Also zum Beispiel dienstlich oder privat oder irgendwie sowas. Six sind ja zwischen relativ groß, die Files bis zu 4 GB, dass man da beim Hochfahren die Möglichkeit hat, zwischen zwei Versionen zu wählen. Das geht. Das mit den Dateien stimmt auch, wenn man die Option gewählt hat, Knoppix mit einem Datei-Overlay zu starten. Ich gehe mal auf den Stick drauf, der heißt, wenn das System läuft, immer MNT-System. Im Verzeichnis Knoppix liegt bei der dateibasierten Version eine Datei knoppixdata.img. Das ist ein Filesystem-Image. Mit der Boot-Option Home gleich kann man angeben, wie die Datei heißt. Na, damit wäre Ihre Idee schon realisiert. Knoppix Home gleich devsdb1-knoppix-zweites-home.img. Ja? Das ist ein bisschen viel zu tippen. Es gibt eine einfachere Version für die Partitions-Overlays. Und die sind eigentlich vorgeschlagener Standard, dass man eine separate Partition für die schreibbaren Daten unter Linux macht beim Installieren des Dicks. Dafür gibt es eine Datei knoppixdata.inf. Die ist super einfach aufgebaut. Da steht nämlich, auf welcher Partition, das ist die Partition 2, des USB-Sticks die Daten drauf sind, wie das Verzeichnis heißt, wo die hingemountet werden, Knoppix Data, und welches Dateisystem da drauf ist. Das sind im Prinzip die Mount-Optionen, die Mount einfach nacheinander ausführt. ReiserFS ist hier das ist der Fall, aber Sie könnten auch ext4 nehmen oder was anderes. Wenn Sie in dieser Datei ein anderes reinschreiben, wird das alternativ gemountet. Ja, ich könnte also auch sagen, ich möchte stattdessen von der Partition 3 Knoppix Data mounten und das ist ein
was nehmen wir? X4. Und kommentieren diese Zeile aus. Ja, also durch Einfügen und Auskommentieren eines Zeichens können Sie dann die Partition auswählen für den nächsten Start oder auf der Boot-Kommandozeile aussuchen mit oben gleich und dann entweder die Partition angeben oder die Overlay-Datei mit Ihren persönlichen Daten. Ja, beantwortet das die Frage? Ja, das letzte war das Spannende, wie kriege ich das jetzt gut rein? Also oben gleich und dann... Okay, wenn Sie es fest eintragen wollen ins Bootmenü, alle Optionen, die Sie beim Starten tippen können, können Sie auch eintragen in die Datei Boot syslinux, syslinux.cfg. Ja, da sehen Sie die Boot-Option bei Append. Und da könnte auch rein Home gleich dev stb1. Ja, man gibt hier das Device an, auf dem die Verzeichnisse drauf sind, Knopfx. Home2.emg. Das ist dann Ihr Overlay für das zweite System oder so. Ja? Sie können sich dafür auch eine extra Boot-Option machen. Home1, Home2 als Abkürzung für den jeweiligen Kernel und diese Option. Ja, die Datei ist eine einfache Textdatei, die man auch unter Windows editieren kann, speichern und damit sind die Optionen dann fest drin. Ja, was ich gerade gesehen habe, was ich noch hätte erwähnen sollen, UEFI Secure Boot. Geht. Ja, also ab dieser Version geht das und zwar verwende ich den signierten Bootloader der Linux Foundation. Die haben den von Microsoft signieren lassen. Bei Rechnern mit eingeschaltetem Secure Boot kommt aber noch eine Abfrage, wo man einmal bestätigen muss, dass man die Prüfsumme mit dieser Signatur akzeptiert. Das speichert sich dann im UEFI BIOS und ab dann bootet der Rechner ohne Rückfrage mit UEFI Secure Boot auch von dem USB-Stick. Von DVD mit UEFI Secure zu booten geht, glaube ich, nicht. Möglicherweise liegt das am UEFI-Standard. Auch die Apple-Computer, die booten von DVD immer mit der Standard-Legacy-Methode. Das ist auch gut so, dann sieht man nämlich den Bootvorgang noch komplett. Bei UEFI sieht man erstmal gar nichts, wenn er startet. Erst in dem Moment, wo die grafische Oberfläche kommt, sieht man wieder ein Bild. Anscheinend ist der Textmodus im UEFI-Modus nicht implementiert und deswegen bleibt da der Bildschirm erstmal kurz schwarz. Ja, also das geht. UEFI Boot und UEFI Secure Boot wird unterstützt. Damit haben wir jetzt auch die Rechner bedient, die so eingestellt sind, dass man das UEFI Secure Boot, obwohl man das laut Standard können soll, nicht mehr abschalten kann. Ja, weitere Fragen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Niemand? Dann gucke ich selber nochmal nach. Ah, PuTTY. Der Vorschlag kam von Windows-Anwendern, ja? Weil die SSH ja so ein praktisches Programm ist unter Windows und man damit verschlüsselte Verbindungen machen kann, was wir unter Linux ja sowieso können. Das Programm PuTTY gibt es für Windows und das gibt es auch in einer Linux-Version, die genauso aussieht. Tada, ja. Das haben wir jetzt als grafische Oberfläche für die SSH ebenfalls mit drauf. Ja, so können die Leute, die es unter Windows schon gewohnt sind, mit der SSH zu arbeiten, unter Linux eben auch tun. Und zusätzlich haben wir auch den TCP Stealth Patch, das ist für Systemadministratoren interessant. Damit kann man Ports verstecken vor Portscannern, die dann einfach nicht gefunden werden, außer man übergibt bereits beim Verbindungsaufbau im TCP Handshake ein Passwort. Ja, Beispiel. Ich starte die SSH und jetzt starte ich meinen Portscanner, nmap, localhost. Jetzt sollte ich eigentlich einen offenen SSH-Port sehen, tue ich nicht. Hier ist nur der Druckerserver, der CUPS sichtbar. Ja, Portscanner findet also keinen laufenden Dienst, die SSH übrigens auch nicht. SSH localhost, ja, sagt connection refused, da läuft kein Dienst. Übergebe ich jetzt aber ein Passwort, ja, eines der häufigsten Passwörter ist nur als Beispiel, dann kriege ich auf einmal eine Verbindung. Ja, das macht er also im TCP Handshake, dass er da bereits eine Authentifizierung vornimmt und vorher wird der Port gar nicht gefunden. Also wenn man Remote-Administration machen möchte, aber verhindern möchte, dass irgendwelche Leute versuchen, mit Default-Passwörtern über SSH reinzukommen, dann hilft dieser TCP Stealth Patch, um den Port vor Angreifern zu verstecken. Ja, ist ein ganz einfacher Passwortschutz quasi. Natürlich muss man sich anschließend noch per SSH
Public Key Login oder mit einem SSH-Passwort anmelden. Das ist nicht der einzige Schutz dieses Ports, sondern da greifen dann auch die normalen Authentifizierungsmechanismen. Ja, das ist also einer von den drei Kernel-Patches bei Knoppix. Das eine ist CLOOP mit der Kompression, das zweite ist OFS mit dem Stacking-File-System, dass man das schreibbare Overlay auf einer anderen Partition hat als die Read-Only-Daten der DVD. Und das dritte ist der TCP-Stealth-Patch, mit dem man eben Ports vor Angreifern verstecken kann. Falls man Knoppix im Netz betreiben möchte, als Webserver zum Beispiel, ist das eine ganz praktische Geschichte. Sie haben noch eine Frage? Ja? Haben wir das Mikro noch? Geht es bitte durch? Wenn der Patch installiert ist, wo wird das denn administriert? Wo kann ich sagen, welche Ports ich verstecken möchte? Ja, das geht. Dazu braucht man entweder die Library, die dazu gehört, oder man wendet den Patch auf der Client-Seite auch für Programme wie SSH, CUPS und andere an. Das sind in der Regel zwei Zeilen, die zu modifizieren sind. Beim Listen-Kommando, dass er halt statt dem Standard-Socket den TCP-Stealth-Socket verwendet. Und das Passwort, das kann man dann als Secret, das darf maximal 64 Zeichen lang sein, übergeben. Bei der SSH, die hier drauf ist, ist es schon vorinstalliert. Wenn Sie nach TCP-Stealth oder Port-Knocking suchen, dann finden Sie das auch für andere Programme als Patch. Ja, etc/ssh.config, da ist es ganz am Ende als Beispiel genannt, TCP Stealth Secret, wenn diese Option an ist, dann benutzt der SSH-Server diesen TCP Stealth Patch und ansonsten verhält er sich normal. Ja, und auf der Gegenseite brauchen Sie dann eine entsprechend auch gepatchte SSH als Client. Ja, die auf Knoppix installierten Spezialprogramme finden Sie unter debian.knoppix.aliot.debian.org bzw. über die Knoppix Homepage. Da sind alle Sourcen und Source-Pakete der zusätzlichen Programme installiert. Inklusive auch dem gepatchten Kernel und der gepatchten SSH. So, ja, von der Zeit her wären wir jetzt auch schon am Ende. Ja, eine Frage haben wir noch, die Dame da hinten. Sie müssen ins Mikro, sonst verstehe ich Sie nicht. Ich habe es am Anfang nicht mitbekommen. Banking-Software ist auch dabei? Oder? Banking-Software ist auch dabei. Ich persönlich nehme dazu eigentlich den Webbrowser und die Online-Banking-Homepage der entsprechenden Bank. Aber wir haben auch, da bin ich wieder im Menü am Suchen, wie das heißt. GNU-Cache sollte drauf sein. Ich gucke mal einfach mal nach banking-pkg-l. Bank. Homebank. Na, das passt ja. Ja, das ist so eine. Also ist auch drauf und wenn die Ihren Wünschen nicht genügt, können Sie irgendeine andere Online-Banking-Software aus Debian nachinstallieren über das Menü mit dem Synaptic und können sich aus dem ganzen Debian-Bereich an Programmen bedienen. Ja. Okay, dann sind wir am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht interessieren Sie sich auch für das Thema Raspberry Pi morgen, auch wenn ich mich da vielleicht tödlich blamiere, wenn ich nicht fertig geworden bin mit der grafischen Oberfläche. Und ansonsten wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen CeBIT-Aufenthalt. Du wolltest noch was sagen? Ja. Vielen Dank an Klaus Klaumann.